Nicht wundern, dass ihr heute eine andere Stimme hört. Mein Kollege ist heute nicht da, deswegen mache ich jetzt mal wieder ein Produktvideo. Und zwar seht ihr hier zwei, ich hoffe, man kann sie gut sehen, große Halbmonde, sage ich jetzt mal dazu. Was ist das? Okay, ich sage es euch. Es ist eine Beauty Dish 47 cm für ganz normale Aufsteckblitze. Es sei kurz dazu gesagt, dass ihr auch darauf achten müsst, dass das Format bzw. hier das rechteckige nicht größer als 6x9 cm ungefähr sein darf. Ich habe es mit einem 580EX2 ausprobiert, der ist leider ein Stück zu groß, sodass die Öffnung hier nicht mehr passt. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das Ganze aufgebaut wird, damit das auch schnell vonstatten geht. Ihr habt hier, ich hoffe, man kann sie einigermaßen sehen, Druckknöpfe. Die sind auch so angelegt, dass ihr einfach nur klick, dann in der Mitte noch einmal und dann dreht man das Ganze am besten einmal um. Das sieht hier schon so ein bisschen aus wie so eine kleine Schüssel. Und dann macht ihr einfach noch einmal hier einen Klick und in der Mitte einen Klick mit den Druckknöpfen. Also erst in der Mitte. Okay, erst in der Mitte und dann am äußeren Rand befestigen. So, jetzt haben wir hier, ich gehe mal ein Stück zurück, schon die halbfertige Beauty Dish. Ich muss dazu sagen, Beauty Dish nutze ich persönlich auch gerne, weil es einfach so ein wunderbares Licht macht. Jetzt kommt, wie man es gut sehen kann, der Innenreflektor, der auch silber beschichtet ist, dran. Das ist auch sehr, es ist eine kleine Beschreibung mit bei, also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen, dass ich das falsch beschreibe hier. Macht einfach das Ganze nach innen schieben, achtet darauf, hier ist eine Klebefläche, man kann sie ein bisschen hoch machen, dann überlappt es sich. Und hier ist dann auch ein kleiner Druckknopf drin. Klick, das war's. Jetzt ist es so ein bisschen konisch geformt, wie so eine kleine Pyramide. Und jetzt kann man eigentlich schon an den Blitz gehen. Für den Blitz gibt es noch so ein Gummiband, das solltet ihr vorher drum machen. Da ist es schon drum. So schnell geht das. Dann kommt dieser Innendiffusor noch. Der ist transparent. Den braucht ihr einfach nur seitlich, bis es Klick macht. Klick. Zusammenfalten an allen vier Ecken, dass er so eine Form bekommt. Und das Ganze schiebt ihr dann einfach unter das Gummiband an dem Systemblitz, an dem Aufsteckblitz rein, so dass es so aussieht. Dann nehmen wir die Beauty Dish, ein so ein Velcro Tape ist da auch noch mit bei im Lieferumfang. Den Blitz stecken wir jetzt einfach hier rein. Das Blitzgerät muss nicht komplett einfahren wegen dem Innendiffusor. Machen hier dann einmal das Velcro-Tape bzw. einmal drum. So, jetzt ist der, man kann es ganz gut sehen, die Beauty Dish soweit installiert. Und jetzt kommt noch der Innenreflektor rein. Ich versuche es mal so zu sein. Einfach hier die beiden Bändchen umklappen und von innen unterhalb des Gummibands einführen. Erst auf der einen Seite. Und dann, da es recht flexibel ist, hat man das nach einigen Male raus. Und nicht nur unter das Gummiband einmal kommen. Jawohl. So, damit ist die harte Beauty Dish soweit fertig. Also in dem Modus, wie es jetzt ist, ist es relativ hart, obwohl es hier keinen Innenreflektor hat, sondern eine weiße Beauty Dish ist. Aber wir können das Ganze noch etwas weicher machen, das Licht. Da mit unserer schönen übergroßen Duschhaube. Die könnt ihr dann einfach
über den Beauty-Tisch rüberziehen. Da ist ein Gummibändchen drin und die Beauty-Tisch an sich ist da auch flexibel. Das heißt, ihr bekommt es auch sehr schnell rübergezogen. Und hiermit ist unsere Beauty-Tisch fertig aufgebaut.